Hi Leute, willkommen zurück zu Octopus Traveler. Wir haben jetzt mal ein bisschen hier die Gegend erkundet und da hinten sogar eine Kiste gefunden, die ein bisschen Kohle für uns hatte. Wir mussten uns gegen ganz schön viele Gegner durchsetzen und ja, wir sind jetzt endlich in Victor's Tour angekommen, um Albrecht seine Fähigkeit fertig zu machen. Seine Story-Quest zu machen. So, das war mir gnadenlos. Das war etwas cool. Ja, aber es ist unterbrochen, was passiert ist. Ein Schiff für einen anderen Tag. Genau. Das muss wahrscheinlich was pausiert ist. Erstmal weiter mit dem nächsten. So, wenn wir Geschichte lauschen. Fortsetzen. Ja. So, nein. Ich will nur einen Forscherkampf haben. Ich habe schon tausende Schlachten geschlagen. Doch jetzt bin ich es leid, diese Klinge zu erheben. Doch da gibt es diesen dummen Jungen, der mich zu einem Helden erkommt. Doch der mich zu seinem Helden erkommen hat und ein Kämpfer wie ich werden will. Das ist ein übles und gefährliches Geschäft und bei den Göttern. Ich würde ihn gerne von abbringen. Jetzt kannst du uns wieder verkaufen. Ich weiß noch nicht, wie gut das ist. Für den Jungle plus 140 Tempo plus 88. Plus 140. Moment, was muss man? Oh. Albrecht. Das war ein sinnloses Gespräch, muss ich sagen. Was waren das jetzt? 144 oder 88? Wo ist mein Schmied? Mein Waffenladen. Das Tempo runter.
Axt. Ach, provisorische Axt hat sie nur. Deswegen ist sie so schlecht. Okay. Dann den. Noch irgendwer was Provisorisches? Du hast noch was Provisorisches. Soldatenbogen. Schwerer Dammbogen. Das ist ein Mentalangriff. Brauchen wir aber nicht. Nur über das hier. Ja. Du hast noch was Provisorisches? Provisorisch, provisorisch, provisorisch. Keine mehr. Sehr schön. Ah, aber ich kann trotzdem noch kurz gucken. Hm. Die Eier nicht. Ja, unsere Neulinge. Moment. So, kann sie nicht haben. Physische Verteidigung steigt, Elementarverteidigung sinkt ein bisschen. Das ist Tresor. Ausweichen steigt halt, ja. Das sind das Ausweichen. Ausweichen, Tempo, okay. Das ist super schwer, genau. Lanze. Haben wir noch was Lanze? Nein. Ich hab so gute Waffen jetzt. Bogen. Date hier. Das gut. Der größten Stadt in Deutschland. Hi. Unsere Stadt ist vor allem für die Arena bekannt. Schau dich unbedingt einen Kampf an, wenn ihr hier seid. Wir nehmen sogar teil. I have to admit. Der hat zwar nicht ganz geschafft, aber dennoch ist. Aber er war dennoch vielversprechend. So, das können Sie jetzt leisten. I have to admit. Was hast du denn jetzt? Was hast du denn so? Zauberermesser. Das ist hier gelegentlich im Schlaf. Das ist eine gute Sache. Good day to you. Hi. Naja, ist ja. Was ist das? Die beiden hier? Doch, weißt du was? Ich bin leider auch nicht scheiße. Let us fight with honor. Wait, I hope that funktioniert. Have at you!
away! Have a hand! Me is unbending! I wreak havoc upon thee! Oh, 6500! With each battle, I grow stronger! Das haut rein! Ja, geil! Göttliche Fähigkeit? Krasser Angriff! Hang me! Hol mich hier raus! Ja, nimm ihn da weg, du Schwächling! Captain, ist das alles? Und gibt es denn niemanden unter euch, der meinen Kämpfer besiegen kann? Sein Name ist Alberic Eisenberg. Einer der beiden Zwillingsklingen, der das einst so stolze Reich ist von Hornburg. Kommt, versteckt euch nicht in der Menge. Oder fehlt euch der Mut, euch der unbeugsamen Klinge zu stellen? Die unbeugsame Klinge? Truly? Ist das wirklich wahr? Alberic Eisenberg ist noch am Leben. Eisenberg? Ist der berühmt oder so? Bist du dumm, Frau? Jeder hat schon von der unbeugsamen Klinge gehört. Hä? Wenn er so toll ist, warum kämpft er nicht im Turnier? Wie lange soll das noch dauern? Ich habe gegen alle Gegner gekämpft. Hm. Ihr wollt doch jetzt nicht aufgeben, oder? No. Nein, aber ich mag es nicht, wenn mein Schicksal in den Händen anderer liegt. Sag mal, Gott, das ist was? Victorio? Victorio? Pino? Oh mein Gott. Der Beutehund, der das Geld für die Häupter von 7 berüchtigten Freibeutern eingesackt hat. Hoho! Oh, endlich ein Mann, der seine Klinge trägt, als wüsste er sie zu führen. Oi! Mach den Platz, Leute! Das ist einer der Wettkämpfer des Turniers. Oh! Hoho. Ja, kein geringer. Ja, als der Flug der Freibeuter. 10 Blätter, ich setze 10 Blätter auf ihn. Wer geht mit? Truly? Just so. Ja, ich bin Victorino. Es hat so wie ihr die anderen besiegt habt. Ich begann mich zu fragen, ob ihr besser sein könnt als ich. Und als ihr sich die Frage in mir festsetzte, wusste ich die Antwort. Now then! Wartet, wartet! Ihr braucht Zeugen! Ein großes Problem! Und das ist ein Trick. That's right. Genau. Wir müssen die Menge besser und die einsetzen. Wir wollen uns dort. Wir sehen uns dort. Und sie freuen sich im Gratis für mich. So, was machen wir? Alberic. Wir müssen dich einmal heilen. Gut, dass hier ein Gasthaus ist. Du musst das leisten. Gerade so. Ich würde Alberic aber jetzt gerne lieber die Heilfähigkeit geben. Aufbauen. Aber du brauchst eigentlich die Apothekerfähigkeit. Fähigkeit.
Fähigkeit führt einen nicht elementaren Angriff auf einen Gegner aus und gewährt Geld gemäß zugefügten Schaden. Schön. So macht man Geld. So verdienen. Vergiften ist auch ein letztes Gefecht. Treffer geht in der Axt an. Niedrigere Gesundheit, desto größer der Schaden. Ist auch nicht schlecht, aber ich kann erstmal das. Das tut die Schmerzen besser. Wächst auf Bäumen. Hat ein Gruppenmitglied diese Fähigkeit ausgewählt. Erhaltet je nach dem Kampf zusätzlich Geld. Das ist für Zielfähigkeit so gut. Das sind die ganzen Schadensveränderungen. Nach dem Kampf erlangt ihr bei Treffer für muss er Maske AP wieder. So ist das mit Aufschieben. Greift ein Gegner mit einer nicht schicken Fähigkeit. Sehr gut, schaust du, dass er nicht angreifen. Verstehe ich das ja auch ein ganzes normal kräftig. Setzt ein ausgerüsteter Charakter wie die Fähigkeit stehen oder sammeln ein, so wird die Beute verdoppelt. Sie kann stehlen, aber negative Stoßeffekte und Attribut mal die Ausgangscharakter zufügt. Wenn eine Runde länger. Ich lasse erstmal. Ja, also. Du kannst nichts mehr haben. Könnte hier noch irgendwas Gutes geben. Was ist das? Wenn ich zu viel Geld ausgewählt habe, dann kann es so mehr Geld. Generell, ja, hat er ja nicht so viel Geld ausgewählt. Für uns hat er ein Ziel. Ein loser Weg, der hat so viel Geld ausgewählt. Ich meine, ein Weg zu bestimmten Schlossfeuer oder so, das ist nicht was. Schlossfeuer ist immer noch ein Auge und Auge. Das brauchst du ja eigentlich aber nicht. LFP, ne, für 1% der Schadens. Alles so wie es ist. Gut, dann gehen wir weiter. Tor zur Arena. Tisch noch nicht. Amazing! Ja, das ist ja schon gut. Und der Exekutive war wirklich heftig. Wir haben doch ganz gekämpft. Hier schon die Textbox. Ich hab Bug gefunden. Ganz toll. Hallo. Der Laptop. Habt ihr Gerüchte über den Flüchtling gehört? Immer mehr Männer und Frauen werden im Wald ohne Wiederkehr vermisst. Das ist wirklich schlimm. Also seid ihr in dieser Gegend besonders vorsichtig. Was? Textbox, die du noch nicht haben solltest. Erst nach dem Kampf. Oh, mein Magenschmerz und mein Herz schlägt. Wie ein Spielname. Mein Name ist Estadis. Als Lokal-Matador warte ich hier auf meinen Schwertkampf. Na, nee, komm. Ich soll Ihnen gleich was. Hoho! So möglich endet. Ich bin ein Mann der See und habe die Fee von Zeremonien. Let us fight with honor! I will not fail! I am ready. Ich hätte gedacht, dass es nur ein kleiner Zweikampf wird. Knighthood, bring your shame. Ah, that's it. The battle is truly joined. What do you do?
Ah, was für ein Zufall, Wind. Wenn die anderen so auch sind, dann fällt es ein. Dafür, dass die Seefahrer sind, ist das eine schlechte Eigenschaft. I need this. The battle is truly joined. I think not. 9. 7. Oh nein. Was hab ich getan? Oh shit. Let your wound be healed. So, das Volk kann angreifen, hab ich viel Glück. Shit. Das war voll auf Nummer 1. Battle is truly joy. Ja, aber am Scheiß oder wieder?
der Stärke noch weiter. So war es schon immer. That's right. Athena, ich habe in einem Recht auf den Kampf verloren. Dieser Mann hier ist der Sieger. Soll ich ihn nicht? Stärke sie, Stärke noch weiter. Athena, das geht. Was sagt ihr? Er wird alle für uns. I see. So cool waren Ulrich Eisenberg seinen letzten großen Tour. Es dauerte nicht lange, da machten ihn jeder ein erstes Reis geschichten. Mit einem großen Ritter, den letzten eines gefallenen Reis, alle, die behaupten, den Kampf mit eigenen Augen gesehen zu haben. Mehr Leute als je, als an jedem Tag tatsächlich auf dem Platz dabei waren. Der Schwerpunkt von der Fähigkeit und Kraft von dieser Klinge und all seiner Kinder. Now then! Das ist die Uhr, geht hier, hier hin. Kommt bereit, nein? Ich krieg! Nimm mich viel Zeit hier, warte. Aber zögert nicht zu lange, bitte. Alles klar. Gut, wir haben. Ja, gewonnen. Sehr schön. Voll gut. Dann würde ich sagen, beenden wir jetzt ein Part und dann gehen wir direkt in die Arena. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.